Recht herzlich willkommen zur 43. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind auf der Reise, um noch ein paar Waren umzusetzen, um dann die Millionen wieder vollzukriegen. Aber das Entscheidende, wir brauchen noch vor allem, sag schon, ja, 95% in Izmir. Sympathie müssen wir auch nochmal dann gucken, aber das Vertrauen der Bevölkerung, oder wie hieß es? Vertrauen war es nicht. Ich weiß, komm jetzt nicht. Hier steht's doch. Wird nicht angezeigt. 21% ist hier. Konstantinopel. So, 40. Kann man nichts mitnehmen. 120 geht was. Aber schon da wäre der nächste Schritt. Früchte, was hat er noch hier im Angebot? Ach, Holz da oben. Okay, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. 136 wird gleich teurer, wenn wir da auch nur einen von mitnehmen, ne? Wolle. Ja, für einen lohnt das alle nicht, ne? Auf Mit geht's zum Vergnügen. nächsten Ort. Das bringt ja nichts hier. Wilkie So, der Honig. Honig für 80. Können wir 8. 134, wenn einer nix hat. Dann können wir da schon bis 100 rangehen, ne? Ja, 102 nehmen wir mit. Aha. Was war das denn jetzt hier? Durchschnittspreis 86, 102, okay. Wir haben jetzt 102 den letzten gekauft. So, hier ist 250. Da geht's. 55. 134, wir haben das mal für 80 gekauft, ne? Ah, ne, dann lassen wir das mal besser. Steine gibt es hier noch, aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal so. Dann machen wir eine Rundreise oder können wir hier? Schon Ne, da können wir, glaube ich, nicht unterwegs. in Konstanta, oder? Können wir in Konstanta auch was kaufen? Wir werden es gleich sehen. Ne, können wir nur verkaufen, wenn. Die würden uns aber hier die Felder gut abnehmen. Auch nur 4. Fisch. Den Fisch können wir sogar kaufen. Aber Fisch für 100, das ist nichts, ne? Können den ganzen Honig hier loswerden. Machen wir doch mal. Getreide könnten wir kriegen. Oder verkaufen. Ne, auch verkaufen. Die Wundmetalle. Nicht. Warte mal. Da ist es. Wir haben für 250 gekauft. Und können hier bis da 418 verkaufen. Ja, das ist 110 und die bieten uns 200. Ach so, doch, nee, aber das geht ja gleich runter, ne? Dann bringt das auch nichts. Aber wir könnten noch was dazu kaufen. Hier können wir nicht. Für 200 können wir zwar dazu kaufen, aber das bringt uns ja nichts. Gut, Das ist das ist unmöglich. unmöglich. Dafür brauchen wir ein Handelsabkommen. Dann gehen wir mal nach da oben. Da waren der Prunk war da, ne? Hier gab es den Pro. Schauen wir mal. Milos macht das schon, ne? Bier für 140 kaufen. Machen wir mal. Salz für 120.
wir auch was von mit. Und für 260 können wir hier reinkommen. Nö, das ist kein Geschäft. Hier können wir was verkaufen noch. Die Buntmetalle. Können wir alle loswerden. Ja. Prunk ist hier nicht. Prunk war da, ne? Ne, ne, war die Kohle, müssen wir da hinbringen oder sowas, ne? Lass uns mal eine Rundreise machen hier noch hin. Da oben war was mit Stoff und Hemden oder sowas. Gucken wir einfach rein, ne? 140. Wir haben 110, 120. Ne, das ist schon gleich weg. Das auch. Und hier können wir noch für... Ne, können wir auch nicht kaufen. Und Metalle für 80, nö. Kohle geht auch nicht. Exquisit. Gut, dann war es das da. Bis nah. Wir haben hier 8 Bier. Verkaufen wir mal die Bier. Die Felle gehen hier auch weg. Ja. So. Das bringt nichts. Haben wir für 250 gekauft. Die wäre auch schon erschöpft. Machen wir da lang und dann gehen wir hier lang. Czernowitz. Ja, da geht der Preis dann hoch. 200. Kriegen wir die Fälle alle los. Okay, einige sogar. Was mit dem Salz? Können wir noch kaufen. Passt. Hier für 250 noch was gekauft. Geht auch. Okay. Dann geht die Reise nach Craiova. Gucken wir, wie es da ist. Was wir dort kaufen oder verkaufen können, müssen wir gucken. Ja, unser Dingens 980 ist da immer noch, ne? 234 das Bier, können wir komplett verkaufen. Na, die Felle, die will ja keiner haben. Salz kostet 200. Okay, können wir hier verkaufen. Für 250 kriegen wir hier noch Eisenbahn. Dazu. Für 80 gibt es hier Buntmetalle. Wunderbar. Und die Kohle gibt es hier für 48. Passt. Ja, Steine haben sie ohne Ende, ne? Können wir Wagen voll machen mit 37. Machen wir auch mal gerade dann, ne? Exquisit. Darüber. Ja, die nehmen uns auch Steine ab. Komm, machen wir 26 weg. Kohle. Ist kein lukratives Geschäft. Da auch nicht. 255 ist es auch nicht wert. Salz haben sie keins. Möchten sie aber auch alles haben, kriegen sie auch alles. Das bringt hier gar nichts, das lassen wir sein. Fisch haben sie hier für 60 im Angebot.
Nehmen wir mit. Ja. Das war's dann hier. Auf nach Sofia. Da haben wir Sofia 3. Ne, 4 Bewohner schon. Das wächst das Städtchen. Aber irgendwie. Die Fälle werden wir ja alle, nee, alle nicht los, aber einige. 50 Stück. Fisch gibt's hier 100. Kompletter Fisch ist weg. Die produzieren hier Buntmetalle für 73. Können wir komplett mitnehmen. Und ja. Dann haben wir noch Platz? Keinen mehr. Ja, gut. Dann war es das erst. Thessaloniki. Gehen wir da mal hin. Und das Fleisch für 360. Ach so, wir sind voll, deswegen geht das nicht. Ja, das ist jetzt nicht so der Bringer. 418. Können wir komplett verkaufen. Und Metalle. Geht auch. Kohle. Geht komplett. Und Steine. Bringen wir auch noch welche runter. So, das Fleisch für 360. Haben wir 5. Salz 120. Fisch haben sie auch. Haben wir den nicht gerade hier verkauft? Ich glaube nicht, ne? Ne, der war woanders. So, sind wir wieder voll. Dann geht's weiter, hier rüber. Mit Freude. Schauen wir da weiter, ne? Konstantinopel. Ja, die haben hier viele Sachen. Vielleicht können wir komplett für 600 hier verkaufen. Bald die aber. Ja. Das würden wir dazu nehmen noch können, aber wir müssen erst was loswerden. Salz. Fisch. Mal auch weg. Grundmetalle können wir ja nicht loswerden. Steine sind immer so teuer, wie wir sie gekauft haben. Ja. Da haben wir ja keine Lust oder verbinden, aber ich mache sie weg, weil es bringt einfach nichts, die damit so rumzuschlören. Ja, das ist sogar noch zuliefern können, noch mitnehmen können wir. Der Wagen voll, ne? Genau. Sehr wohl. Bursa. Wir haben 1 Million jetzt hier oben. So, das Fleisch wollen wir da unten verkaufen. Die Felle gehen ein bisschen hier, oder? Ja, obwohl, das lohnt nicht. Den Honig würde ich ja gerne kaufen. Geht aber nichts auf dem Wagen drauf. Fisch können wir verkaufen. Geht ein bisschen was vom Honig dafür. Ja. 134. So, den Honig noch was nehmen. Passt. Zwei Hemden nehmen wir auch mit. Ja. Und dann geht noch Fleisch. So, Wagen ist voll. Wir gehen nach Izmir. Schon unterwegs.
Naja, 990 haben wir. 10.000 fehlen uns noch. 85 ist das hier nur noch. Das ist schlecht. Und da ist nichts durch besser geworden. Fälle. Können wir hier verkaufen. Aber geht auch nichts hoch, ne? Der Honig weg, 86. Die Fische bringen uns hier gar nicht viel. Die Hemden bringen nichts. Und hier ist noch Wundmetall. Machen wir mal. Und hat auch nichts gebracht. Das ist schlecht, ne? So, 120 können wir jetzt hier wieder Felle kaufen. Und die Zitrusfrüchte können wir auch für 60 einkaufen. Ja. Zitrusfrüchte, Felle, was haben sie noch hier im Angebot? Ach so, das Buntmetall. Habe ich glaube verkauft, ne? Und die Steine. Und wir haben 86 mal gerade hier gekriegt. Sind dafür jetzt aber auf jeden Fall über 1 Million gekommen. Jetzt müssten wir denen Brot liefern. Und Prunk und das Fleisch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die 80 nehmen wir mit. Das kriegen wir komplett weg. Fisch. Geht ein bisschen was. Honig mal gekauft. Da geht ein bisschen was. Und Töpfe waren 201. 240, wenn wir alle mitnehmen. Ah, schwierig zu beurteilen, ne? Ja, gut. Sehr wohl. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Beliebtheit da steigern. Und ja, das gestaltet sich doch recht schwierig, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir da dran bleiben. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.